Liebchen, schaut mal hier, heute habe ich mal etwas anderes. Mal keine Pflanze, aber trotzdem Natur. Und ja, hier ist ein bisschen Chaos entstanden. Da, wo ich so häufig ja, unterwegs bin, meine Wildkräuter gepflückt habe und ja, auch ein bisschen ja, Zeit verbracht habe hier. Bisschen trainiert habe und ja, ein bisschen die Natur aufgeräumt habe, ja, ein bisschen was für die Tiere und für die Naturgeister getan, die hier leben. Aber ja, hier ist einfach mal mit dem Bagger reingefahren worden. Ist halt weniger schön, ne, sowas halt dann direkt mal zu sehen, da wo man halt so ein bisschen Heimat ja, gefunden hat. Ja, was soll ich machen, ne? Da komme ich einfach mal hier wieder her und einfach mal durchgebrezelt hier. Aber will euch sagen, halb so schlimm, denn hier standen jetzt nicht ganz so viele Bäume. Also dieser Flur hier, da standen nur vereinzelt ja, noch 2-3 Holunderbäumchen. Wirklich schade schon um die. Da stehen noch welche. Hier die zwei. Aber ansonsten war hier auch viel Totholz. Eine Brombeerhecke hier, war eine riesen Brombeerhecke. Und also da stand nicht wirklich sehr viel rum. Deswegen ist es halb so schlimm. Bei mir geht es jetzt vor allem darum, euch zu zeigen, warum die das hier auch platt gemacht haben, abgeschnitten haben, durchgefahren sind. Ist halt hier. Wegen den Strommasten. Weil hier Stromleitungen sind. Und ja, die schneiden hier jedes Jahr wie verrückt hier alles runter. Bis zum geht nicht mehr. Machen die sich jedes Jahr die Arbeit. Anstatt diese, ne, diese Energie, diese Lebenskraft in was anderes zu investieren. Aber so ist halt unser System, in dem wir jetzt noch leben. Ne? Es ist wirklich, wirklich manchmal nicht zu verstehen. Auf jeden Fall von mir nicht. Weil wenn man erstmal klar im Geiste wird und diese ganze Scheiße, die wir ja, aufgenommen haben oder die uns auch gegeben wird von denen, die dieses System quasi ne, uns gegeben haben, ja, ist auch in den Lebensmitteln dann, ne? Also damit haben sie ja angefangen. Da gibt es ja schon so ein schönes grünes Buch, beziehungsweise so farbige Bücher. Und ja, das sind 10 Bände, ne, es sind nicht ganz 10 Bände, es sind glaube ich 8 Bände, 9 Bände. Ja, vielleicht wissen jetzt schon einige, um was es geht. Auf jeden Fall, die nicht wissen, ja, die Tochter der Tiger, Anastasia. Und da sagt sie halt auch, ne, mal um kurz das anzuschneiden, will da gar nicht viel von erzählen, wen das interessiert, der kann sich die Bücher holen und lesen. Und zwar geht es darum, dass ja, gewisse Dunkelmächte, Eliten kann man nicht mal so sagen, aber ja, die meinten schon, dass sie die Eliten sind. Ja, die haben sich mal eines Tages gedacht, vor tausenden von Jahren, ja, wie wir quasi die Menschen, die Menschheit, ja, oder, ja, wie soll man sagen, ja, unterdrücken können, versklaven können, ja, sozusagen, auf jeden Fall, haben die sich dann gedacht, ja, wie schaffen wir das am allerschlausten, und, oder, es ging eigentlich darum, dass sie, also sie wollten immer schlauer sein, also, ne, quasi erhabener, und, dass sie halt, über der Masse stehen können, halt, um sie zu kontrollieren. Und da haben die sich ja halt natürlich zusammengesetzt und haben halt überlegt, ne, wie machen wir das? Und haben sich gedacht, ja, da müssen wir ja schlauer werden als alle anderen, da müssen wir ganz viel tun, damit wir schlauer werden als alle anderen. Und dann sind sie halt zu dem Entschluss gekommen, ja, wie können wir das am besten machen? Ja, wir müssen nicht schlauer werden, wir machen einfach die anderen alle dümmer. Ja, und das haben sie dann quasi geschafft, indem sie dann die Nahrung quasi immer mehr halt, ja, kaputt gemacht haben. Beziehungsweise immer mehr künstlich und unnatürlicher haben werden lassen. Ja.
Und wenn man dann erstmal wieder selbst, ne, richtig natürliche Lebensmittel anfängt zu essen, seinem Körper zuzufügen, das heißt hier, beste Beispiel, Wildkräuter, Bäume, vor allem Wildkräuter, Bäume. Es ist Nonplusultra, also Sprossen gehört natürlich auch mit dazu. Ja, Sprossen schon. Weil Sprossen vervielfältigen ihren Nährstoffgehalt. In dem Buch, was ich zu Hause habe, steht geschrieben, Sprossen, also die Samen, wenn sie aufspringen, die verhundertfachen bis zu vertausendfachen ihren Nährstoffgehalt. Deswegen sind Sprossen eines der gesündesten und nährstoffreichsten Lebensmittel, die wir uns, ja, selbst machen können, zur Verfügung, ja, essen können, zur Verfügung stellen können. Ganz einfach Sprossen. Einfach nur in Wasser einweichen, 2, 3 Tage, jeweils zweimal am Tag wässern, morgens und abends. Und dann kann man die leckeren Sprossen mit seinem Salat mischen, mit seinem grünen Blattsalat. Und ja, dann fängt der Körper und das Gehirn wieder an, ja, richtig und klar zu denken und versteht erstmal, was hier alles falsch läuft und falsch gemacht wird. Und dann denkt man einfach nur so, ey, ja, ist ja übertrieben krass, was hier abgeht auf dem Planeten. Bin ich denn hier gelandet? Und ja, erkennt immer mehr den ganzen Mist, der halt hier so, ne, veranstaltet wird und die Lügen, die uns aufgetischt werden und was man halt, ne, ja, besser machen kann. Und genau, wo ich halt stehen geblieben bin und auch eigentlich ja, weiter erzählen wollte, ist hier unser Strom und diese ganzen Strukturen und diese Systemstrukturen, Essen, Energie, Klamotten, Wohnen, Leben, Hausen, dann auch ne, Hygiene habe ich euch schon angeschnitten, ne, mit auf die Toilette gehen und ja, dass der Kreislauf gestört wird, der natürliche Kreislauf, ja, einfach halt, wenn man ein Stück Land hätte, einen Garten hätte, ja, einfach wieder halt Dünger draus machen. Und jedenfalls, genau, um nicht komplett wieder abzudriften, ja, haben wir halt hier die Strommasten. Und wegen den Strommasten fahren die hier rein und holzen alles ab, anstatt halt das hier, ja, zu verschönern. Es geht halt darum, ne, dass wir halt, oder dass schon jahrelang freie Energie unterdrückt wird, die halt von so vielen Erfindern quasi auch schon ja, erfunden wurde, verschiedenste Mechanismen, um freie Energie zum Laufen zu bringen. Das heißt quasi ohne irgendwie, ne, was zu verbrennen, das heißt Kohle oder Atomkraftwerk irgendwie ja, mehr Schaden zu bringen oder mehr Energieaufwand zu betreiben, als wir dann eigentlich herausbekommen, ist absoluter Schwachsinn, absoluter Käse. Es geht immer nur ums Geld. Es geht immer nur ums Geld und ums Geld. Ja. Und weil freie Energie, in dem Fall hier, also nicht das da, aber zum Beispiel, ja, auch ein Beispiel, freie Energie, Wildkräuter, sammelt sie euch. Kostenloser und freier geht's gar nicht. Das ist auch eine freie Energie. Ja? Muss einem erstmal klar werden, aber deswegen erzähle ich euch das und ja, das wäre so die erste freie Energie, die wir uns holen könnten. Und da kann euch keiner dran hindern. Und die andere freie Energie, um Strom zu erzeugen, das ist halt nochmal ein anderes Ding. Und ja, es wurde halt auch nur unterdrückt, halt, ne, weil halt dann diese großen Mächte, die halt da oben halt, ne, Monopoly spielen. Ja, uns unterdrücken können und um alles hier quasi, ja, halt, wie sie gerne möchten, halt, ja, zu erschaffen oder, ja, und deswegen haben wir ja auch so eine verkorkste und absolut
schräge Welt, könnte man sagen. Ne? Ja, das passt vielleicht auch ganz, ganz gut. Die schräge Welt, ne, wie wir es ja vielleicht auch kennen, ist ja die Erde so ein bisschen schräg, ne? Die Erdachse. Ja, wird Zeit, dass sie wieder gerade gerückt wird. Ja, gibt auf jeden Fall viel zu tun hier und ja, freie Energie und ja, was hier alles passiert mit uns, wenn man halt, ne, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, ob ich aufhören soll. Wollte es auch gar nicht übertreiben und ja, auf jeden Fall wollte ich euch noch zeigen auch, wie das dann in 2, 3, 4 Wochen, einem Monat, 2 Monaten, 3 Monaten, auch in einem Jahr hier wieder alles zugewachsen ist, wie das aussieht, was für Wildkräuter man hier sogar wieder findet auf diesem Boden, der jetzt so ein bisschen verdichtet wurde, aber ich glaube, das ist noch gar nichts wirklich. Im Gegensatz zu ja, auf Äckern zum Beispiel, ne, wo tagtäglich mit dem Traktor halt drüber gefahren wird. Aber auch dafür gibt es Lösungen und Kräuter, ne, wenn man sich damit beschäftigt, um wieder den Boden auch aufzulockern. Ja, um wieder alles etwas natürlicher und besser im Einklang mit der Erde halt zu bringen. Ja, da habe ich noch was gesehen, das will ich euch auch noch zeigen. Ja, das ist gar nicht so schlimm. Also wie schon gesagt, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Ist natürlich schon ein Schock erstmal, vor allem wenn man halt, ne, ja, so sensibel wird halt durch diese Ernährungsumstellung. Man riecht besser, man sieht besser, man schmeckt besser, man hört besser. Und ja, es ist dann halt manchmal wirklich nur noch nervig halt, ne, in so einer Welt halt zu leben. Hier ist auch gleich eine Autobahn. Also der Lärm zum Beispiel, dann ist auch eine Sache, wie ich schon gerade gesagt habe, die Sinne werden halt besser. Flugzeuge fliegen hier lang, ne, also so kleine Hobbyflugzeuge. Das nervt mich am meisten, diese Rasenmäher, die da durch die Luft flattern und so. Das ist wirklich das Nervigste überhaupt. Vor allem, die fliegen halt hier fast im Minutentakt stellenweise halt hier rum und das nervt mich richtig sehr. Deswegen höre ich halt auch sehr viel Musik, wenn ich unterwegs bin, um halt da mir ein bisschen halt Ruhe, ne, ja, zu geben. Aber was ich euch zeigen wollte ist, so könnt ihr es da schon sehen. Ja, nicht nur, dass sie halt hier schon, ne, durchfetzen und alles zerschreddern, was halt eigentlich auch wieder, ne, jetzt wie schon gesagt, nicht so schlimm ist, weil das sind ja Holzhäcksel und Holzhäcksel ist wieder eine Mulchschicht, könnte man auch sagen, und auch Dünger, ne, für die noch hier sind, die Pflanzen. Aber das hier ist wirklich eine absolute Schweinerei und das geht gar nicht. Ne? Also wenn man halt wirklich irgendwo ist, vor allem in der Natur, da wo man nicht zu Hause ist, na, wo ist es jetzt? Das geht einfach nicht. Also das hier geht einfach ganz und gar nicht. Ne? Das ist die größte Schweinerei, die dann halt da noch das veranstalten. Ne? Also das stresst mich am allermeisten halt. Ne? Sowas hier. Der Müll. Das ist das allerbeschissenste. Ach ja, wir haben so viele Probleme. Das ist dann noch eins der größten Probleme. Der ganze Müllscheiß, den wir produzieren als Menschen. Es wird absolut Zeit, ne, dass wir halt uns halt auch selbst versorgen, ne, und halt, ne, dann darauf verzichten können, weil. Ja, da habe ich auch letztens was Schönes gesehen. Unser ganzer Müll, den wir dann so schön recyceln, der wird in Container gepackt und wird dann ins Ausland geschippert. Und dafür kriegen die dann Geld, dass sie unseren Müll annehmen. Also müsst ihr euch mal vorstellen, hier läuft einiges schief. Boah, das ist krass, ey. Das ist einfach nur krass, was hier abgeht. So, ich pack mal dann den Müll ein, ne? So wie sonst immer, den ganzen Müll, den ich so finde in der Natur. Und ja, lauf jetzt noch eine Runde. Und zeig euch dann, welche schönen Wildkräuter hier wachsen. Dann gibt's leckeren Salat. So, ihr Hübschen, macht's gut.